Hi Leute, ich schon wieder. Heute noch wieder ein ganz kurzes Video zum nächsten Antwort aus dem Gesundheitsausschuss. Da gab es wieder was. Und zwar auch wieder aus der SPD von der Frau Svenja Stadler. Und ja, wie immer, ich lese euch erstmal kurz vor, ist nicht viel. Und dann sage ich nochmal kurz was dazu. Sehr geehrter Herr Tram, vielen Dank für Ihre Nachricht zur Entkriminalisierung von Cannabis. Ich kann Ihre Argumente nachvollziehen und finde die kontrollierte Abgabe in Grenzen an Erwachsene auch richtig. Richtig umgesetzt bietet sie aus meiner Sicht die Chance, den Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten besser als bisher zu gewährleisten und auch den Jugendschutz besser umzusetzen. Mit einer Legalisierung Hand in Hand gehen muss aus meiner Sicht aber auch eine Stärkung der Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Ja, wissen wir alle, nichts Neues. Ja. Frau Stadler, da erzählen Sie uns nichts Neues. Ich vermute mal, also die E-Mail kam ja heute. Der Beschluss ist ja auch schon jetzt ein paar Tage alt, ne? Der Parteibeschluss zu Cannabis. Vielleicht hätte sie da ja auch mal was zu sagen können, hat sie nicht. Vielleicht hat sie das noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Das ist immer so ein bisschen sparsam und man fragt sich so, wissen die eigentlich alle immer so, was dann in der Partei abgeht oder was insgesamt so abgeht in der Regierung zum Thema Cannabis? Es wirkt immer einfach so ein bisschen, ne, wie so die eine kleine persönliche Meinung oder so, aber nicht, als ob es zum Großen und Ganzen gehört. Speziell bei den Antworten außer SPD kommt mir das so vor. Wobei ja andererseits mir die SPD ansonsten, was man so mitkriegt, im Moment am progressivsten erscheint. Deswegen kommt mir das, ja, verstehe ich so eine Antwort nicht. Ich meine, gut, ist jetzt nicht negativ. Aber Leute, könnt ihr nicht einfach mal so ein bisschen einen raushauen, wenn ihr irgendwie so Antworten schreibt? Ich verstehe das nicht. Ihr wollt doch hier die Ampel, hier die Legalisierungsregierung sein und total was verbessern in der Drogenpolitik. Und da muss man mal ein bisschen, ja, ich würde gerne mal so ein bisschen ja, Herzblut raushören und so. Sowas, ne? Die Heidenblut und Wegge, die retten euch da so, was den Herzblutfaktor angeht, definitiv den Arsch die ganze Zeit. Kann man nicht anders sagen. Also von anderen Leuten hört man da ja echt relativ wenig. Ja, Jugendschutz, Prävention, all so ein Kram, wissen wir, das läuft alles nach der Legalisierung. Alles besser als jetzt. Und ja, bla bla, in Grenzen. Natürlich, irgendwie wird das in Grenzen sein, dass das nicht wie Tomaten irgendwie reguliert sein wird später. Da wissen wir alle. Schön wär's. Wird nicht so kommen. Ist auch nicht schlimm. Aber die Antwort, ja, auch wenn sie positiv ist, befriedigt mich nicht. Euch auch nicht, denke ich. Gut. Ich will ja jetzt heute auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Einfach nur mal eben ein kurzes Video der Vollständigkeit halber. Wenn ihr die nächsten auch sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Haut rein.